Also, was hat es mit Managed Forth auf sich? Managed ist eigentlich so ein Begriff von Microsoft, wo es um Dinge geht, die auf .NET laufen. Davon abgeleitet gibt es dann eine Konferenz, die auch jenseits, und zwar hieß die irgendwann mal Managed Languages und jetzt Managed Langu Programming Languages and Runtime Systems, die auch jenseits von Microsoft Dinge bespricht. Und also es geht eigentlich darum, dass man keine Speicherfehler hat. Gut, also keine Fehler durch falsche Speicherzugriffe. Das heißt, eben einerseits kein Array-Zugriff über die Grenzen hinaus. Das heißt, man muss bei Arrays eben Bounce-Checking machen oder bei einem Zugriff auf ein Feld einer Struktur muss man halt auch sicherstellen, dass man die Adresse der richtigen Struktur hat. Das dritte ist noch, wenn man auf ein deallociertes Objekt zugreift, das darf man nicht machen. Also entweder indem man eben die manuelle Deallokation überhaupt abschafft oder indem man irgendwie sicherstellt, dass man keine Adressen von deallokierten Objekten zur Verfügung hat. Ich rede hier immer von Objekten. Also man kann das im Zusammenhang mit einer objektorientierten Erweiterung von Forth verwenden oder auch, und das werde ich auch demonstrieren, mit relativ einfachen Strukturen. Aber ich rede trotzdem die ganze Zeit über Objekte. Also wenn man eine Struktur hat, dann ist das auch ein Objekt. Oder wenn man ein Array hat, dann ist das auch ein Objekt. Ja, also was gibt es in anderen Programmiersprachen für existierende Implementierungsstrategien, um solche Speicherzugriffsfehler zu verhindern? Also im Prinzip haben fast alle einen Objektdeskriptor im Objekt. Also Ausnahme sind Programmiersprachen wie einfaches Lisp, wo man im Prinzip die Tags, die man sonst hat, die unterscheiden dann dazwischen, ob man eben jetzt zum Beispiel eine Listenzelle hat oder eben sonst irgendwas. Und da braucht man dann in der Listenzelle nicht noch einen Objektdeskriptor. Dann viele Sprachen haben eine statische Typüberprüfung, wie zum Beispiel Vector, Java oder C Sharp. Oder alternativ haben die Sprachen, die das nicht haben, haben typischerweise dann Tags auf allen Daten, also klassischerweise Lisp oder eben im Forth-Bereich OForth oder Python arbeiten so, also ich glaube es zumindest bei Python, um unterscheiden zu können, also was weiß ich, ist das jetzt dieses Ding, was eben zum Beispiel ein OForth auf dem Stack ist das jetzt ein Integer oder ist das eine Adresse? Und wenn es eine Adresse ist, dann sieht man eben dort, wo die Adresse hinzeigt, eben hat man dann diesen Objektdeskriptor. Und eben um diese den Zugriff auf dealloquierte Objekte zu verhindern, gibt es eben bei den meisten eine Garbage Collection oder eben bei Python gibt es Reference Counting. Oder was es auch noch gibt, ist eine statische Lebenszeitanalyse über das Typsystem. Das wird bei Rust gemacht. Also da haben die ein Typsystem, wo man, wenn man ein typsicheres Programm geschrieben hat, dann weiß man, es gibt keinen Zeiger auf ein dealloquiertes Objekt mehr. Also man kann manuell dealloquieren und weiß, der Zeiger, den ich da verwendet habe, das war der letzte sozusagen. Ja, und die Idee hinter Managed Forth ist, im Gegensatz zu OForth, dass man auch als eine Art von einem Managed Forth beschreiben kann, oder Factor könnte man auch als eine Art von Managed Forth beschreiben, dass man
In diesem Managed Dwarf, was ich hier beschreibe, hat man keine statische Typüberprüfung, aber auch keine Tags, also weder das eine noch das andere. Ja, und wie soll das gehen? Wir haben keine Adressen und auch keine Execution Tokens auf dem Datenstack. Das heißt, wir haben auch kein Fetch und kein Store als Vorwörter. Wir haben, nachdem wir dann nicht keine Adressen haben, auf die wir zugreifen können, haben wir auch keine Variablen. Und die Frage ist, was machen wir stattdessen? Ja, wir verwenden stattdessen Values. Wir verwenden eben bei Feldern dann also Value-artige Felder. Im Englischen sage ich da Value Flavored, aber ich weiß nicht, ein deutscher Begriff dafür ist mir nicht so eingefallen. Also vielleicht Value-artig, ja. Und genauso bei den Execution Tokens, aber dazu komme ich noch. Dann haben wir einen Objektstack, der Adressen von Objekten enthält. Und eben zusätzlich zu Values, die auf den Datenstack pushen, haben wir dann noch O-Values, die auf den Objektstack pushen, beziehungsweise wenn ich sage ein To von irgendeinem O-Value, dann wird vom Objectstack gepoppt. Für Felder ist das natürlich genauso, also da habe ich dann auch irgendwelche O-Value-artigen Felder, die eben beim Pushen dann auf den Objektstack pushen und beim Poppen vom Objektstack poppen, also bei To vom Objektstack poppen. Ja, und bei jedem Feldzugriff und bei jedem Arrayzugriff wird der Objekttyp überprüft. Also wenn ich jetzt auf ein Feld einer bestimmten Struktur zugreife, wird eben überprüft, ob ob das Objekt wirklich diese Struktur hat. Ja, für Execution Tokens, da wird man so Wörter wie die sich so verhalten wie die für verwenden. Das ist eine Variante. Oder man verwendet eben Methoden. Also im Prinzip, man hat dann jetzt irgendwie eine Klasse und Unterklasse, wo man dann eine, was weiß ich, Exec-Methode hat. Und wenn ich eben ein Objekt dieser Klasse, wenn ich da die Exec-Methode ausführe, dann wird halt dann im Prinzip das Ding gemacht, was ich halt ausgeführt haben will. Oder die dritte Variante wäre, dass mein Execution Token Stack zusätzlich zum Objekt Stack hat. Also der Execution Token Stack, das wäre sozusagen das, was am nächsten bei dem wäre, wie man so normal mit Forth arbeitet. Also da wird er dann einen Tick auf dem Execution Token Stack pushen. Aber ob einem das wirklich so wichtig ist, ja, weiß ich nicht. Man kann sich's halt aussuchen. Also das, was ich hier präsentiere, ist jetzt nicht ein fertiges Konzept, sondern im Prinzip eine Vielzahl von Möglichkeiten. Ja, dann muss man natürlich auch noch einen Stack-Überlauf oder Unterlauf abfangen, weil sonst kann man über einen Überlauf oder Unterlauf eine falsche Adresse reinbekommen. Also insbesondere beim Objektstack muss man das abfangen. Wenn man eben Garbage Collection verwendet, muss man eben eventuelle Dinge, die man theoretisch nicht zugreifen sollte, praktisch aber zugreifen kann, eben die es teilweise gibt, weil sie irgendwie im Stack Cache liegen, muss man bei der Garbage Collection natürlich als lebendig behandeln. Sonst hat man auch wieder, dass die Garbage Collection das als freigibt und man nachher nachträglich noch zugreifen kann. So, ja, bezüglich der Deallokation war eben mein erster Gedanke zu dem Thema eben, dass man keine explizite Deallokation erlaubt.
eben indem man Garbage Collection verwendet oder Reference Counting. Und da haben wir immerhin schon eine Garbage Collection Library für Forth, die man da verwenden kann. Aber dann habe ich mir überlegt, ja, die Garbage Collection widerstrebt sicher einer Menge Forther und gibt es vielleicht noch eine Möglichkeit, die den ähnlichen Geist hat, wie eben diese Geschichte, die wir, na, oder auch nicht so, wie die Geschichte, die wir hier haben, dass man eben durch die Aufteilung von in Datenstack und Objektstack eben es vermeidet, dass man irgendeine, also sowohl Tags vermeidet, als auch eben eine statische Analyse vermeidet, dass man das Cell oder sowas Ähnliches bei der Deallokation auch hinkriegt. Und was mir dazu eingefallen ist, ist, dass man eben eine Variante wäre, man hat so eine Art Region-Based Allocator, wo man von vornherein festlegt, in welcher Reihenfolge die Regions deallokiert werden. Und man kann dann, wenn man in ein O-Value, also ein O-Value-artiges Field, in einer Region reinspeichert, dann darf das nur auf eine Region zeigen, die zur selben Zeit oder später freigegeben wird und nicht früher freigegeben wird. Und auf diese Weise könnte man eben das verhindern, dass eben solche Use after Free passieren. Und das kann man eben zur Laufzeit überprüfen, ist allerdings bis zum gewissen Grad aufwendig. Also ob sich das wirklich auszahlt, ist die Frage. Eine Frage, die dann noch bleibt, ist, was macht man mit globalen O-Values? Und da wäre mein Gedanke, man sagt dann, man legt eben bei den globalen, muss es so sein, und man kann das dann auch noch bei den lokalen, also was weiß ich, bei irgendwelchen Feldern auch so machen, dass man sagt, okay, das sind Felder, die dürfen auf Sachen zeigen, die kürzer leben als sie selbst. Und da wird dann immer mitgezählt. Also jedes Mal, wenn die auf irgendwas zeigen, wird das eben vermerkt. Diese Region hat noch diese Kunden, die länger leben als sie selbst. Und wenn die Region dealloziert wird und es gibt noch Kunden, dann gibt es einen Fehler. Also das wäre so eine Idee, was man machen könnte, um keine Garbage Collection zu haben. Ob das dann wirklich einfacher ist als als Garbage Collection, das ist die Frage. Also, aber wenn jemand sowas haben will, also eine Idee. Gut, hier haben wir ein Beispiel, wie sowas in Forth ausschauen könnte. Ich habe hier eine einfache verkettete Liste. Ich verwende die Standardwörter Begin Structure und End Structure, ist allerdings hier mit anderen Felddefinitionswörtern, nämlich O-Value Doppelpunkt und Value Doppelpunkt. Und ein Unterschied ist noch, wir kriegen hier mit dieser Struktur, kriegen wir eine Struktur, die enthält noch einen Deskriptor drinnen. Also das kostet nicht nur zwei Zellen, sondern drei, weil die dritte Zelle eben ist dafür da, dass ich dann überprüfen kann, ist es wirklich diese Struktur. Hier habe ich eben ein Wort, das diese Values so einer Liste aufsummiert, und ich fange halt mit 0 an und ich habe hier die Liste, die ich übergebe, und pushe noch 0, und die Liste ist auf dem O-Stack, also auf dem Objektstack, 0 ist auf dem Datenstack,
Ich starte dann, habe da meine Schleife, überprüfe, ob ich jetzt meine Liste schon leer ist. Beim Dupen muss ich halt eben natürlich auf dem Objektstack nehme ich ein O-Dupe, vergleiche das mit 0 und habe dann einen eigenen Vergleichsoperator für einen Objektstack. Ja, also solange ich hier eine nicht leere Liste habe, hole ich mir hier mit OTube und IntListWhile, hole ich mir dann den Wert von diesem Element der Liste. Und was halt hier passiert bei IntListWhile ist, es überprüft, ob eben das Ding, was hier auf dem Objektstack liegt, tatsächlich ein Int-List ist und nicht irgendwas anderes. Wenn es was anderes ist, gibt es einen Fehler. Gut, dann wird das Ergebnis von dem Int-List-While wird auf dem Datenstack gepusht und mit Plus zu den Nuller dazu addiert, weil das zwei verschiedene Stacks sind. Der Objektstack und der Datenstack kümmert uns das nicht, dass dann auch auf dem Objektstack eben die Liste noch drauf liegt. Und mit IntList Next hole ich mir eben das nächste Element der Liste. Es wird wieder genauso überprüft, ob das Ding am Top of Stack ein IntList ist. Und wenn ja, wird darauf zugegriffen. Und weil das hier ein O-Value ist, wird das Ergebnis auf dem Object Stack gepusht. Ja, und am Ende haben wir halt immer noch auf dem Objektstack eben das leere Listen, also den Nullwert, der da zum Abbruch geführt hat, und der wird mit O-Drop gedroppt. Also relativ normales For-Programm mit halt eben den Unterschieden, dass man jetzt mit einem Objektstack arbeitet. Und das Ganze, also das ist sozusagen die Variante, die auf die mit einfachen Strukturen arbeitet. Das Ganze kann man jetzt auch objektorientiert haben. Da habe ich hier eine Variante. Also ich habe hier eine Class IntList, wo ich eben auch wieder ein O-Value habe. Das heißt jetzt Next ohne IntList, weil das ist erstens ist das nur innerhalb der Klasse sichtbar. Jetzt in der hypothetischen objektorientierten Erweiterung, und zweitens, selbst wenn es weiter sichtbar wäre, wäre das sozusagen unpraktisch, wenn ich da jetzt das nur mit IntList verknüpfen würde, weil in Erben, also wenn ich davon erbe, dann will ich dann nicht unbedingt wissen, von welcher Klasse das herkommt. Also heißt das Ding ja mal nur Next. Und das Ding hier ist nur while, und die Summe ist halt als Methode definiert. Sum 1, also Methode für den Methodenselektor Sum 1. Und die Implementierung von dieser Methode, also der übergebe ich jetzt einen Zwischenzähler. Also wie viel jetzt bisher an Summe zusammengekommen ist und den Rest der Liste, das zurückkommt eben die Gesamtsumme. Und ich hole mir von while den Wert auf den Datenstack, addiere ihn zu dem N1 dazu, hole mir dann von next den Rest der Liste und rufe dann wieder Sum 1 auf. Und wenn der Rest der Liste wieder ein Int-List ist, dann komme ich wieder da rein und zähle das weitere Element zusammen. Aber es kann auch sein, dass ich ein Empty-List habe. Und beim Empty-List, dann macht das Sum 1 einfach nur, dass ich eben das N1 übergebe, das Empty-List übergebe, und ich kriege das N1 zurück, und da ist gar nichts im Inneren enthalten. Das Empty List wird hier davon verbraucht, dass es ein Methodenaufruf ist, genauso wie hier. Und im Prinzip das N1 wird unverändert hinaus zurückübergeben.
Und damit ich hier insgesamt eine Summe haben kann, muss ich natürlich das Ding irgendwann mal mit meiner Liste oder sonst irgendwas, könnte ich jetzt auch etwas für einen Baum oder sonst was, oder für eine Rehe zum Beispiel, könnte ich auch ein Summ 1 definieren und damit aufrufen und kann dann um die Summe über die gesamte Collection hier, also Sammlung, zu haben, sage ich, ich fange an mit 0 als Zwischensumme und summiere dann alles andere, was in dieser Collection ist, dazu und das Ergebnis ist dann mein N. Ja, und genau, ein spezielles Feature, auf das ich noch kommen werde, ist, wir wissen hier, dass ich hier in einer Int-List bin und daher, also dass auf in meinem this-Element eine Int-List ist und daher muss ich hier bei dem while das nicht nochmal überprüfen und bei dem next auch nicht. Und das kann man sich dann, also auf diese Weise kann man da was optimieren. Dafür hat man hier beim Aufruf von Sum 1 halt den Methoden Dispatch Overhead. Ist die Frage, einmal Methoden Dispatch gegenüber zweimal, also zweimal hier diese Feldüberprüfung, was teurer ist, müsste man tatsächlich sich erst anschauen. Also messen müsste man es. Ja, hier ein Beispiel mit einem Array. Wir wollen eine Summe eines Arrays. Wir übergeben hier das Array und kriegen halt die Summe raus. Hier wird wieder 0 auf den Datenstack gepusht. Wir haben das Array auf dem Objektstack. Wir duplizieren das und holen uns die Länge von dem Array heraus und machen halt eine Schleife von 0 bis zu der Länge von dem Array mit QuestionDo und haben halt, oh, das ist schlecht, da muss man auch noch das Array angeben, als das Array ist am Stack noch. Okay, das Array wird einmal dupliziert. Wir holen uns mit i den aktuellen Index und machen einen Zugriff, also einen Zellenzugriff auf dieses Array, das ein Zellenarray ist, drauf und kriegen eben auf dem Datenstack die entsprechende Zelle und addieren die zu unserer Zwischensumme. Und das Ganze wird halt in Schleife laufen gelassen, bis wir fertig sind. Und das heißt, wir haben in jeder Iteration, haben wir hier einmal die Überprüfung, ist es tatsächlich ein Zellenarray und ist das i, was übergeben wird, innerhalb der Grenzen von diesem Zellenarray. Und dass man das auch besser machen kann, das werden wir noch sehen, aber zumindest fürs Erste wäre das, wie das gehen würde. Und am Ende müssen wir natürlich das Array droppen. Gut, was dabei natürlich schon irgendwie vorverüblicherweise interessiert ist, wie die Geschwindigkeit ist. Auch wenn oft geschrieben wird, ja, Geschwindigkeit ist heute schnell genug, dann gibt es immer wieder, also Geschwindigkeit ist oft auch gerne ein Argument, um irgendwas abzulehnen. Von daher, ja, ist halt die Frage, wie schaut es da aus? Also ohne Speicherzugriff, also bei seinem Benchmark wie der Berechnung der Fibonacci-Zahlen, kriegt man genau die gleiche Geschwindigkeit wie im normalen Forth. Aber bei Feldzugriff gibt es eben diesen Overhead-Typüberprüfung. Oder eben, was ich schon erwähnt habe, beim Zugriff auf Felder von Disk kann man sich diesen Overhead eventuell ersparen. Beim Array-Zugriff haben wir einen
Overhead für die Typprüfung und einen Overhead für die Grenzüberprüfung, also für die Rebounds. Wir werden aber sehen, es gibt noch die Alternative, dass man ein Reiterationswort verwendet und dann, oder Wörter in der Richtung, und dann kann man diesen Overhead deutlich reduzieren. Und dann schlussendlich hat man noch den Overhead von der Garbage Collection, wobei es die Aufteilung in Objekt, Felder und nicht, also und im Prinzip Datenfelder erlaubt, dass man jetzt nur diese Objektvariablen, nur Objektfelder und nur den Objektstack prüft, anstatt alle Daten, die man hat. Und man kann das sogar statt der konservativen Garbage Collection, die ich da als Library implementiert habe, kann man auch eine präzise Garbage Collection verwenden. Und weil man präziser sein kann, kann man auch kopierend sein. Je nachdem, ob es das bringt oder nicht. Also man hat da jedenfalls mehr Auswahlmöglichkeiten. So. Und als Beispiel haben wir hier noch die effizientere Array-Iteration. Da übergeben, also ist im Prinzip wieder das Array zum Beispiel, dem wir ein Array übergeben. Da ist dem, da habe ich ein Wort ADO, also für ARRAYDO, und ein ALOOP für ARRAYLOOP. Dem übergebe ich hier mein Array auf dem Object Stack und ich übergebe die Grenzen, innerhalb derer ich iterieren will. Und ich übergebe eben, also ich gebe in die Schleife hinein meinen laufenden Zähler und kriege eben von dem ADO gleich noch den aktuellen Wert an dieser Stelle im Array gepusht, zähle die beiden zusammen und habe meinen nächsten laufenden Zähler. Das A-Loop iteriert halt durch das Array durch. Und das Wichtige dabei ist, das A-Do kann alle die Überprüfungen machen. Es kann überprüfen, ob eben das Ding tatsächlich ein Array ist. Und es kann überprüfen, ob die übergebenen Grenzen innerhalb der Grenzen von dem Array liegen. Ja, dann noch, also im Prinzip sind alle diese Managed-Sprachen irgendwann mal drauf gekommen, dass das nicht ausreicht und haben dann irgendeine Art von aus dem goldenen Käfig auszubrechen gemacht, wo dann der Programmierer die Lücken verantwortet. Für Forth könnte man das so machen, dass man am Anfang eine Wordlist managt. Also wenn ich am Anfang meine Erweiterungen machen will oder meinen Unmanaged Code, dann schreibe ich eben normalen Forth Code in der Wordlist Managed, wo ich dann mir überlege, was ist da jetzt sicher sozusagen. Dann kann man diese Erweiterungen von dem Code aus verwenden, der sicher ist. Wenn man keinen Fehler gemacht hat, ist er immer noch sicher. Die andere Alternative ist, man hat in dem Managed Code eine Ausstiegsluke in normales Forth, eben klassischerweise, indem man die Wordlist Forth zur Verfügung stellt und kann dann normalen Forth Code hinschreiben. Aber auch da wird man üblicherweise eher nicht sagen, okay, ich bei jeder Gelegenheit gehe ich aus dem Managed Forth raus und schreibe irgendwas in normalen Forth, sondern ich schreibe irgendeine Erweiterung, also
mir fehlt halt irgendwas im ManageForf und ich schreibe jetzt genau das, was mir fehlt, schreibe ich jetzt im normalen Forf und dann wechsle ich wieder in ManageForf zurück und bin damit, also brauche dann nicht ständig hin und her wechseln. Ja, und wenn ich sicherstellen will, dass, sagen wir, in einer Art Turnkey-Application oder sowas, die Benutzer nicht ausbrechen und keine unsicheren Dinge machen, dann kann ich das Managed Forth dann bei Bedarf mit Ziel zuschweißen. Also das ist halt so die klassischen Forth. Gab's immer schon. Also die klassischen Methoden eigentlich. Ja, also zusammenfassend also ist die Idee hier, Fehler durch falsche Speicherzugriffe zu eliminieren. Aber ohne dabei Tags zu verwenden und ohne statische Typüberprüfung zu verwenden. Die Werkzeuge, die wir dafür verwenden, sind vor allem einmal der Objektstack, Values und Object Values, also O-Values. Prüfung bei Feldzugriff und Garbage Collection. Varianten davon sind möglich. Also habt ihr eigentlich jetzt nicht viel vorgegeben, was sein muss. Es gibt Overhead, wenn man Feldzugriff macht oder Arrayzugriff, aber es gibt auch Möglichkeiten, diesen Overhead zu reduzieren. Es gibt eine Ausstiegsluke, wenn das, was man bisher dem ManageForf zur Verfügung gestellt hat, nicht ausreicht. Ja, und das Wichtigste ist also nicht, dass ihr glaubt, das ist irgendwo schon zum Runterladen oder so. Es ist derzeit nur ein Konzept. Wenn es irgendjemand interessiert, werde ich es vielleicht implementieren oder ihr könnt es auch selbst implementieren, wenn es euch eilig ist, weil traditionell dauert es bei mir ewige Jahre, bis ich hier mit irgendeiner also bis ich mit all dem Dingen, die ich implementieren will, von Ideen, die ich habe, nachkomme. Das wär's. Dankeschön. Okay, Anton, vielen Dank. Gibt's Fragen? Ja, Carsten hebt die Hand. Carsten, bitte. Ja, Anton, vielen, vielen Dank. Zu der Implementierung vor 2 Tagen erreichte mich eine E-Mail vom Klaus Schleißig und der berichtet dort, dass er bei einer Veranstaltung der Gesellschaft für Informatik auch dort mit Teilnehmern über die Frage typisiertes und sicheres Forth gesprochen hat und da wohl Interesse geweckt hat und möglicherweise es dort Interesse gibt, das von Studenten implementieren zu lassen. Inwieweit das jetzt mit dem, was du hier vorgestellt hast, sich überdeckt, kann ich nicht sagen, aber ich werde dem Klaus mal auf deine Präsentation hier stupsen und vielleicht gibt es da ja Interesse, dass einer der Studenten das mal implementieren möchte. Weißt du, welche Veranstaltung das war? Nein, er hat gesagt, eine Veranstaltung der Gesellschaft für Informatik. Mein Chef hat mich eingeladen auf so irgendeine Veranstaltung Anfang Mai in, ja, gute Frage, irgendwo in der Nähe von Bonn, wenn ich mich recht erinnere. Ob ich da hinkommen will, und ich habe gemeint, ja, keine Zeit oder so, habe ich auch nicht gehabt, aber hätte ich vielleicht war es eh dieselbe Veranstaltung. Also Vielleicht war dann, es die gleiche, ja. wenn es da Interesse gegeben hätte, dann wäre es natürlich blöd gewesen, dass ich nicht dort war. Naja. Ich versuche mal den Kontakt herzustellen. Ja. Mal schauen, ob da was sich ergibt. Danke aber. Ja, ich muss auch sagen, mir hat besonders das A-Do und das A-Loop dann sehr gut gefallen und ich kann mir da auch vorstellen, dass man auch Objekte iterieren kann, dass man einfach okay, also sowas wie Key-Do und Key-Loop dann hat. Also das sind dann, glaube ich, die Sachen, wo das dann wirklich interessant wird, weil du halt so viel Informationen über die Objekte hast, denke ich. Mit Key-Do und Key-Loop meinst du, wenn ich jetzt irgendein Assoziiertes Array hast oder ein sowas. Lookup-Table habe, Ja, zum dann, Beispiel. dass ich über die Keys drüber iterieren kann, Wenn ja. du jetzt zum Beispiel JSON verwenden würdest dafür, also dass du damit arbeitest in Force. Okay, ich sehe auch jetzt im Twitch-Chat keine Fragen. Lieber Twitch-Chat, ihr könnt immer Fragen stellen.